Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das spannende Thema der Epigenetik. Ja, Epigenetik, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Es hat zu tun mit der Genforschung, mit der Genetik und ist irgendwie so ein neumodischer Begriff geworden in der Medizin, in der Wissenschaft, um einem bestimmten Mechanismus irgendwie einen Begriff zu geben, den man lange, lange Zeit ignoriert hat. Es ist so, dass die Genforschung herausgefunden hat, dass die Gene in unserem Körper an- und abgeschaltet werden können. Je nachdem, was für Reize in der Zelle aktiv sind, werden bestimmte Gene angeschaltet oder eben abgeschaltet. Das entscheidet darüber dann, wie wir bestimmte Proteine bilden oder nicht. Und die wiederum entscheiden natürlich, wie es unserem Körper geht. Ob er regenerieren kann, ob er bestimmte Stoffe herstellt, ob die Zelle sich teilen kann, ob sie Fehler macht bei der Teilung, ob ein Organ richtig arbeiten kann oder nicht. All das ist letztendlich entschieden dadurch, wie die Gene abgelesen werden und wo sie an- und abgeschaltet werden. Und was aber phänomenal ist als Erkenntnis, die relativ neu ist, ist, dass diese Abschaltung der Gene nicht durch bestimmte Substanzen oder Stoffe alleine gemacht wird, sondern vor allen Dingen durch den Einfluss, den wir haben durch die Umwelt und durch unsere Psyche. Umwelteinflüsse und Psyche entscheiden letztendlich, wie die Gene an- und abgeschaltet werden. Und das ist eine herausragende Erkenntnis, denn lange, lange Zeit wurde gerade die Psyche und das Mentale und so die Energie, die wir haben, das wurde aus der ganzen Forschung der Medizin und des Körpers einfach wegignoriert. Und jetzt erkennt man, dass man gar nicht umhinkommt. Man muss das mit einbeziehen. Das spielt eine Riesenrolle für die Art, wie sich unser Körper verhält und ob er gesund ist oder eben nicht. Und was bedeutet das jetzt nun? Naja, zum einen heißt es, wenn wir bestimmte Umweltfaktoren haben, die auf uns einwirken, die nicht gesund sind für uns, dann werden bestimmte Gene einfach an- oder abgeschaltet. Wenn ihr zum Beispiel den ganzen Tag in einem Innenraum seid und niemals Tageslicht richtig auf die Haut bekommt und auf den Körper, dann werden bestimmte Gene einfach nicht mehr aktiviert. Die sind aber relevant für uns als Organismus, der wir ja über viele Millionen Jahren eigentlich in der Natur gelebt haben, unter freiem Himmel. Das bedeutet, dass zum Beispiel Vitamin D oder andere Dinge nicht optimal hergestellt werden oder nicht richtig verarbeitet werden. Aber es geht auch darum, dass andere Faktoren im System, im Körper, im Gehirn, im Hypothalamus, Hippocampus, dass die nicht richtig aktiviert werden, weil einfach dieser Einfluss aus der Umwelt fehlt. Es gibt also positive Umwelteinflüsse, die uns einfach fehlen können. Es gibt aber auch negative Einflüsse wie Luftverschmutzung oder Elektrosmog oder andere Dinge, die sogar noch negativ auf uns einwirken. Das krasseste eigentlich, der stärkste epigenetische Faktor ist ein Schock, wenn wir einen Unfall hatten oder ein anderes Schockerlebnis. Da gibt es sogar einiges an Forschung zu mittlerweile, dass man sieht, bestimmte Marker werden am Genom gesetzt, sobald der Mensch einen Schock erlebt. Und diese Marker, die sind interessant, diese epigenetischen Marker, die an dem Genom dann entsprechend aktiv sind, die können nämlich, und jetzt haltet euch fest, die können vererbt werden. Es kann also sein, dass ihr die Marker von den mentalen Problemen oder Schocks bekommt, die letztendlich mal eure Mutter hatte oder euer Vater oder die Oma. Oder der Opa. Das geht 7 Generationen zurück. Das ist auch Epigenetik. Das heißt, das ganze Familiensystem spielt in die Art und Weise rein, wie dein Gene abgelesen wird, wie deine DNA abgelesen wird. Und das ist phänomenal, weil das erklärt auch die ganzen vielen hervorragenden Wirkungen der mentalen und psychischen Arbeit, der Glaubenssatzarbeit, der familiensystemischen Arbeit. Das wird alles dadurch begründet. Und lässt sich erklären, warum es dann einem Menschen später besser geht, körperlich besser geht, obwohl er nur eine Familienaufstellung gemacht hat. Das andere, was aber auch eine Haltung oder eine Wirkung hat für uns, für unser System, ist die eigene Haltung und Einstellung. Das heißt, mein eigenes Mindset entscheidet, wie meine Gene gelesen werden. Das spielt eine Riesenrolle mit, vielleicht sogar die größte. Das heißt, in dem Moment, wo ihr eure Haltung verbessert und positiver seid und für die Gesundheit seid und für den Erfolg eures Körpers seid, wird der Körper das auch entsprechend aktivieren. Wenn ihr aber in einer Haltung seid, wo ihr sagt, naja, mir ging es schon immer schlecht, das hatte schon der Opa, das hatte schon die Mutter, jetzt habe ich das, das ist halt so, da kann man eh nichts machen. In der Haltung nimmt der Körper das wahr und sagt, ja, okay, gut, dann machen wir nichts.
Also das heißt, ihr habt einen riesengroßen Einfluss auf die Art und Weise, wie das Ganze gesteuert wird. Was aber auch ein Faktor mit ausmacht, und den möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist die Ernährung. Wenn ihr bestimmte Nahrungsmittel zu euch nehmt, die einfach tot sind, industriell gefertigte Sachen aus irgendwelchen Plastiktüten mit vielen Zusatzstoffen, dann werdet ihr wiederum krank, weil euer Körper bestimmte Gene, die nützlich sind, nicht anschaltet, aber pathogene Möglichkeiten anschaltet. Also das heißt, schlechtes Essen sorgt dafür, dass die falsche Art und Weise der Gene aktiviert wird. Die DNA wird auf eine falsche Weise abgelesen. Ihr könnt also durch gutes Essen, durch einen großen Rohkostanteil mit aktivem, lebendigem Essen, durch Pflanzenkost vor allen Dingen, schafft ihr es, dass ihr in der Lage seid, euren Körper optimal zu aktivieren, sodass er top gesund sein kann. Was noch dazu kommt, ist halt das Bewegen draußen an der Luft, dass ihr genug Sauerstoff habt, dass ihr eine gute Ernährung habt, dass ihr euch detoxt, dass ihr entgiftet seid, dass ihr ein gutes soziales Umfeld habt, dass ihr Menschen habt, die euch stärken, dass ihr Menschen habt, die euch stützen und nicht Menschen habt, die euch runterziehen. Und aber auch, dass ihr so eine Art Gedankenhygiene betreibt, dass ihr nicht ständig euch selber fertig macht oder aber ständig die Nachrichten schaut mit irgendwelchen schlimmen Dingen oder auf Facebook in den sozialen Medien nicht immer zu rumwühlt in den ganzen Schlimmen der Welt, sondern wirklich eher in das Positive hingeht. Sobald ihr ans Positive geht, werden auch die Gene entsprechend aktiviert und ihr könnt der Epigenetik ein Schnippchen schlagen, beziehungsweise ihr aktiviert es auf die richtige Weise. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute mit eurer eigenen Epigenetik. Schaut, dass ihr das Beste draus macht. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und die Glocke nicht vergessen. Die Glocke ist wichtig. Und wenn ihr Lust habt, kommt auf unsere Website. Der Link ist auch da. Entweder hier im Fenster in der Seite oder unten in der Bio steht der Link drin. Und auf der Homepage könnt ihr euch eintragen für unseren Health Report. Der ist cool, der kommt zweimal im Monat. Also nutzt es, wenn ihr wollt. In dem Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Ciao von mir und von der Praxis Family.